Gibt's hier Jonathan Praxis. Hallo. Hi. Hat Corona wirklich aggressiv? Nö, das nur gemeckert, weil ich sollte die Stimmung nicht ruinieren, aber... Wow. Bin ich mal gespannt, ob alles so läuft, wie ich es gerne hätte. Da habe ich schon Angst vor, im positiven Sinne. Hm.
vielleicht das Intro? So, jetzt das Intro. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. So, da sind wir. Tatsächlich live. Bibber, ich grusel mich schon. Ich mich auch. Mit der Beute. Nach diesem großartigen Intro, wollte ich dir sagen noch. Ja, habe ich selber konvertiert. Mit dabei Pflege und Jonathan. Wenn ich mit Jonathan Englisch rede, kann er nur antworten. Der versteht nicht, aber er lächelt auf jeden Fall nett. Auf jeden Fall danke an Jonathan, dass er dabei ist. Dann machen wir es so. Ich habe 5 mysteriöse Geschichten aus der CT-Welt. Oh. Und dann machen wir am besten, wenn das klappt, immer nach jeder Story eine Umfrage. Mhm. Wer glaubt, ob das wahr ist oder falsch? Wie gesagt, Jonathan redet nur, wenn er versteht, was ich sage. Auf jeden Fall möchte ich tatsächlich Jonathan etwas fragen, damit er nicht nur die Sachen präsentiert, sondern auch im Vorfeld was sagt. Also, hello Jonathan. Thank you for being here in this Captain Tsubasa X-Factor special show. X-Factor is a big deal in Germany. Are you surprised about the hype, Jonathan? Are you? I was surprised when I went to Germany for FedCon, which is generally a sci-fi genre convention, that at least half of the fans who bothered to come visit me were huge fans of X-Factor. And for that, I am eternally grateful. Okay, I understand. Danke, Jonathan. Und ja, das ist die alte Filter. Jetzt in diesem Discord-Filter ist Jonathan Frakes noch verjüngt. Ne? Erstaunlich. Ja, Jonathan, danke für die Antwort. Thank you. Warum lachst du? Was ist los? Ich habe mich verschluckt am Kaffee. Okay. Wie absolut großartig bist du ja, eigentlich. Vielen Dank, Jonathan. Okay, ja. I was surprised when I went to Germany. So. Okay. Okay, not bad, Herr Specht. People who just know you from X-Factor, can you tell them in which projects you also worked for? Jonathan? Johnny? Since Beyond Belief wrapped in the mid-90s, I believe, I've been primarily working as a director on American television. Shows you may have heard of, like Star Trek, NCIS LA, Castle, and other big German television hits. I was very pleasantly surprised to hear that Beyond Belief, or X Factor, was coming back. So here I am, filming it for all of you, and hopefully it'll have new life. Ja, danke, Johnny. Danke. Ja, erstaunlich. Wer hätte das gedacht? Er hat bei Star Trek mitgemacht. Wusstest du das? Da ich Star Trek nie schaue, nein. Oh, okay. Und kommen wir einfach zur letzten Frage, dann können wir endlich mal weitermachen. Johnny, X-Factor and Captain Tsubasa, I think this mashup was in your mind too, as you made these episodes in the past. What is your intention, Johnny? I think a show like X Factor or Beyond Belief, Fact or Fiction, appeals to an audience of families. My understanding is that when people come together as a family, they have a chance to guess which is fact and which is fiction,
And that kind of entertainment is a powerful tool to get families together who sometimes don't have most functional home lives. So this show, X Factor Beyond Belief, provides a forum in which people can share experiences and forget about how troubled their lives may be. Verstehe, Johnny. Denkt also tatsächlich, unser Johnny, dass dysfunktionale Familien beim Gucken von X-Faktor zusammenwachsen. Das ist ja interessant und ein bisschen dumm. Nee, mein alkoholkranker Onkel, der mich immer geschlagen hat, wir haben zusammen X-Faktor geguckt und hatten Spaß. Und da, oh ja, gut, währenddessen danach hat er wahrscheinlich, mich dann gesagt, aber nicht währenddessen. Ja. Währenddessen nicht wahrscheinlich. Nicht währenddessen. Gut. Da haben wir gerätselt, hat der Dämonenhund wirklich existiert oder war das eine Geschichte aus North Carolina 1972? Es macht dich nicht über Johnny lächerlich. Auf jeden Fall sehr geil, Johnny, dass Sie heute mit dabei sind. Fangen wir doch einfach mal direkt mit der ersten Story an. Die erste Story, da müsst ihr selber wissen, ob das tatsächlich wahr ist oder doch nur eine Lüge, aber das schaut ihr euch mal selbst an. Seid ihr bereit? Die erste Geschichte heißt, wie heißt sie denn eigentlich? Irgendwas mit einem LKW-Fahrer heißt die Geschichte. Schauen wir uns die Story doch einfach mal an. Und dann mache ich eine Umfrage. Manchmal ist das wahre Wesen der Dinge schwer zu erkennen. Nehmen Sie dieses Gebilde. Zunächst sieht es aus wie eine Maus, drehen wir es aber um, dann verwandelt es sich in eine Katze. Was ist es nun wirklich? Dieselbe Frage stellt sich bei unseren heutigen Geschichten. So verschieden wie die Maus von ihrem Todfeind der Katze ist, so verschieden ist doch Lüge von der Wahrheit. Und dennoch, wie in dieser Skulptur, können sie verbunden sein. Zwei Aspekte einer Sache, also überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Wir spielen wie immer natürlich mit Ihnen auch diesmal Katz und Maus. Waren Sie schon mal in einem Truckstop? In einer dieser Gaststätten an der Autobahn, in die die Trucker auf ihren Endlustouren so gern für ein Frühstück reinschneien? Diese Läden sind berühmt für ihre Atmosphäre, den starken Kaffee, Schinken und Eier und für ihren Apfelkuchen. Viele Mythen ranken sich um die Trucker. Man sagt, sie wüssten immer eine Antwort auf alle Fragen des Lebens und der Freundschaft. Guten Abend. Ich bin ein LKW-Fahrer. Und ich lege hiermit eine Beichte ab. Seit über 40 Jahren fahre ich unter einer Mission. So viele Captain Tsubasa-Charaktere zu verletzen, wie es nur geht. Am Anfang war es noch ein Unfall, als ich den kleinen Raka Tsubasa auf der Straße sah, der allerdings von einem Ball gerettet wurde. Seither höre ich Stimmen in meinen Kopf. Diese drängen mich immer dazu, wenn ich eine Person sehe, extra fett Gas zu geben, um diese zu verletzen. Kennt ihr Kalle Schneiders Schwester Marie? Die wollte ich einst überfahren, als ich Katagiri und Tsubasa durch Hamburg fuhr. Oder kennt ihr Misaki? Sein Bein hab ich übelst verletzt. Tut ihr Levins Perle Katharina kennen? Tja, jetzt nicht mehr, denn sie ist tot, dank mir. Damals war ich in Stockholm unterwegs. Hihi. Ach ja, und Hugas Vater hab ich in Word Use auch rufen gewissen, zu sehen in der Rückblende. Aber bin ich wirklich schuld? Ich habe mein LKW-Führerschein mit Bestnot geschafft. Wie ist es möglich, dann so schlecht LKW zu fahren? Nur weil ich Stimmen im Kopf höre, die mich zwingen, extra schnell zu fahren. Bin ich verflucht? Ist mein grauer Star schuld? Sind meine verschmutzten Scheiben schuld? Bin ich japanophob? Oder sind üble Mächte am Werk, die mir schaden wollen? Entscheidet ihr bitte. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Der Mann, den wir für einen Verbrecher hielten, entpuppt sich als Held. Das bedrohliche Aufblenden der Scheinwerfer war in Wirklichkeit bloß ein Warnsignal.
Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Interessant. Ein besessener LKW-Fahrer, dessen Lebensstil es ist oder seine Aufgabe, Captain Tsubasa-Charaktere einfach so zu überfahren oder überfahren zu wollen. Ist er wirklich besessen vom Teufel oder ein Dämon? Das ist erstaunlich. Und dann mache ich mal direkt eine Umfrage für den Chat auf. Titel. Das Ende mit Jonathan Frakes mit diesem Scheinwerfer nicht, will er nur Farbe essen. Das hat mich gekillt. Ich habe mir nicht verstanden, was du gesagt hast. Die Einleitung mit diesem Truckstop war schon großartig. Und dann die Geschichte mit den Bildern, aber das Ende mit Jonathan Frakes, wo er sagt, er ist ein Held mit dem Bild, das hat mich gekillt. So. Ich kann nicht mehr. Weiß ich nicht, wie Umfragen gehen. Option? Also ja. Alter. Und falsch. Das ist jetzt schon Prime CT-Talk-Session. So, mal gucken, ob die Umfrage funktioniert. Da muss ganz am Ende sein. Start Poll. Klappt das? Ist jetzt ein Poll gestartet? Ja. Ja. Ist die Geschichte mit dem besessenen LKW-Fahrer wahr? Ihr dürft entscheiden. Ausrufezeichen Vote. Entschuldigung. Vote, Leerzeichen wahr oder falsch, denke ich, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, wenn man jetzt Hashtag... Nee, ach, so Mist. Ist dann wahr. Ja, falsch habe ich Ausrufezeichen aus Versehen gemacht. Wenn ihr falsche sagt, die Geschichte ist nicht wahr, müsst ihr Vote und dann Ausrufezeichen falsch machen. Oder bei wahr Vote Ausrufe, also Ausrufezeichen Vote und wahr ohne Ausrufezeichen vom wahr. Aber irgendwie geht das nicht, wenn ich Ausrufezeichen Vote und dann wahr mache, dann stimmt er nicht ab. Oder? Ja, doch, vielleicht hat er das schon berücksichtigt. Warte, ich schau mal kurz, ob ich... Doch, ich habe Votes hier drin. Ich habe hier drin. Ach, du hast... Okay, wir sehen die Votes halt nicht, deswegen... Ich gebe euch noch, also 3 Minuten. Oh, was ist jetzt passiert? Subscribe, Daytona? Mhm. Hat die nicht schon subscribed? Vielen Dank für den Sub. Vier Monat. Schon einen Monat her, dass ich dir das geschenkt habe. Okay. Vielen Dank für den Sub. So, ich mache immer so 3 Minuten Umfragezeit. Mhm. Ohne, falls du die Antwort kennst, sag das nicht, aber was denkst du? Ist. Ich habe ja auch abgestimmt. Ich glaube, dieser Mann ist ein Held. Das sind Warnsignale, um die Bewohner zu warnen. Deswegen, ich glaube, es ist wahr. So, danke für die Sounddatei. Don Marino war das, oder? Ich gucke nochmal. Mhm. Ja, gut. Vote wahr. Margin denkt auch, die Geschichte ist wahr. Haben wir schon 3 Minuten Votezeit hinter uns? Ne, noch 1 Minute. 5 Votes. Ich kann schon mal sagen, es deutet in eine Richtung hin. Oh, schon wieder komische Sounddateien. Ja, der LKW-Fahrer. Ist er besessen? Ist er vom Teufel besessen? Von einem Dämon? Vielleicht von Gott? Ja, wenn ihr Englisch könnt, dann fragt ruhig, Jonathan, eine Frage. Macht euch. So, 3 Minuten sind in 20 Sekunden um. 6 Votes haben wir, oder? Hat jemand schon gefragt? Nee, immer noch nicht. Warum fragst du dann, ob du Fragen stellen kannst? Das sind keine Fragen, das sind nur Sounddateien. So, dann löse ich mal den Poll auf. Close Poll. Complete. So, kommt das Ergebnis hier gerade rein? Ja. 83,33% denken, dieser besessene LKW-Fahrer existiert wirklich. Boah, das ist erstaunlich.
Und bisher immer noch keine Frage, dann machen wir doch einfach mal direkt, oder? Ah, da sind Fragen, oder? At Jonathan, what you think about at Pratt Think Me Dogs? I think my dogs Ah, is dangerous. dangerous. Mr. Frakes, what do you think about your German voice? Das ist eine interessante Frage. Herr Frakes, haben Sie darauf eine Antwort? I think a show like X Factor or Beyond Belief, Fact or Fiction, appeals to an audience of families. My understanding is that when people come together as a family, they have a chance to guess which is fact and which is fiction. And that kind of entertainment is a powerful tool to get families together who sometimes don't have most functional home lives. So this show, X Factor, Beyond Belief, provides a forum in which people can share experiences and forget about how troubled their lives may be. Thank you, Jonathan. Ich denke, Sie sind ein bisschen von der Frage abgewichen, aber wenigstens haben Sie geantwortet. Das ist doch auch ganz schön, ne? Kommen wir einfach mal zur zweiten Geschichte. Die zweite Geschichte schreibt vielleicht auch Geschichte. Es geht um. Oh, das ist sehr mysteriös. Oh. Hast du jetzt die erste aufge. Ach, das kommt am Ende Genau, erst, ne? am Ende Stimmt. kommen die Auflösungen. Sorry. Genau. Am Ende tun die Auflösungen kommen. So. Die zweite Geschichte ist sehr gruselig. Wer Angst vor Horrorfilmen hat, sollte auch jetzt am besten abschalten. So, die zweite Folge heißt, ihr werdet es gleich sehen. Manchmal muss man sich die Dinge von allen Seiten ansehen, damit sie ein Bild ergeben, wie dieses Foto hier. Es scheint sich um Schnappschüsse aus der Welt der Pflanzen und einiger bedrohter Tierarten zu handeln. Aber treten wir einen Schritt zurück und betrachten das große Ganze, sehen wir eine wahrhaft bedrohte Art. Den Fernsehmoderator, dessen Überleben allein von den Einschaltquoten abhängt. Dieses Bild, das aus vielen Bildern besteht, hat die gleiche Struktur wie unsere heutigen Geschichten. Auf den ersten Blick mögen sie wohl eindeutig erscheinen. Auf den zweiten offenbaren sich neue Perspektiven. Welche dieser Geschichten wahr sind, erfahren Sie am Ende der Sendung, wie auch immer. Wenn Sie das Gesamtbild nicht erkennen können, auch gut. Dann viel Vergnügen mit den Details. Buenos dias. Ich bin Michael. Ein Pfarrer Azubi aus Soria, irgendwo in Spanien. Entschuldigt mein schlechtes Deutsch, aber ich muss euch eine Geschichte erzählen. Als Pfarrer Azubi erlebte ich viel. Engel gegen Teufel, Priester gegen Eltern, ich habe schon mal gegen Godzilla Fussek gespielt. Aber warum ich mich melde, hat einen anderen Grund. Mystische Kräfte haben Jun Misugi wieder zum Leben erweckt. Wie fragt ihr? Na wartet doch, ich will's doch grad erzählen. Meine Fresse. So, im Rising-Sun-Spiel Deutschland gegen Japan erlitt Jun Misugi einen fetten Herzstillstand. Er war sowas von tot. Sein Geist flog gen Himmel empor und wurde von nackten kleinen Kabauterengeln, ein Hybrid aus Kabauter und Engel, die Posaunen spielten, Richtung Himmel begleitet. Er war schweinetot, das ist Fakt. Doch meine guten Kontakte zu Gott halfen dabei, dass die Seele in den verwesten Japanerkörper zurückgelangen konnte. Ich riss mir ordentlich meinen christlichen Arsch auf, damit das Spiel nicht überschattet wird vom Tode Jun Misugens. Buenos Aires. Ich bin Michaels Kumpel Raphael. Ich beobachtete schon früher, dass Michael ein von Gott Gesandter sein muss. Glaub ihm also ruhig. Dieser Mann kann Trompete spielende Kabauter Engel hervorrufen. Wenn ihr ihm nicht glaubt, dann doch bitte mir. Ist das so schwer, ei? Ist diese Geschichte über den Geist auf dem Flohmarkt etwa die Wahrheit? Oder wollen wir Ihnen hier nur eine Lüge andrehen? Wow, interessant. Okay.
Misugi starb. Sein Geist ging den Himmel empor. Aber Michael hat Posaune spielende Kabauterengel zu sich gerufen, die den Geist wieder in den Körper von Misugi transportieren. Wow! Hat Michael wirklich diese fantastischen Kräfte? Habe ich schon eine Umfrage vorbereitet. Ich starte mal den Poll. Ihr dürft tatsächlich abstimmen. Habe ich schon gestartet? Geht schon los? Ja, da steht's. Ja. Hochinteressant. Hoch. Entschuldigung, Jonathan. Alles gut. Interessant. Hoch interessant. Wurde falsch. Falke ja denkt, was kann doch nicht passieren. Interessant, da schreien sogar die Huskies. So, ich kann gar nicht auf die Umfrage klicken, oder? Komisch. Verstehe ich nicht. Ich lade mal die Seite neu. Aha, da oben. Wow, es steht unentschieden gerade. Wir machen immer am besten, wenn ich das schon vorbereitet habe, 2 Minuten dann nur. Also 1 Minute, ja, das sind ja schon alle, die gewotet haben. Ich schließe mal den Poll jetzt einfach, ne? So, Closed Poll, Complete. Was sagen die Leute? Tatsache. Ein Tie. 4-4 steht es zwischen wahr und falsch. Glaubt ihr es nicht? Glaubt ihr diese einzigartige Geschichte tatsächlich nicht? Okay. Bin ich mal gespannt, wer recht hat. Mhm. Die an Geister glauben. Ich glaube ja nicht daran. Oder ich kann keinen Menschen glauben, der behauptet, er hat Fusek gegen Godzilla gespielt. Ja, wir haben Bilder gesehen. Die sind gefälscht. Glaub nicht dran. Ich glaube nur daran, dass er im Kloster seinen christlichen Arsch aufgerissen bekommen hat. Aber ich glaube, das hat andere Gründe. Das kann sein. Das kann nicht stimmen. Haben wirklich. Ja, haben. Ah, tricky. So, ich hole mir gleich noch ein Bier, dann werde ich so lange gruselige Werbung abspielen. So, wo ist die gruselige Werbung? So, bis gleich. Hat man überhaupt was gehört? War sehr leise, ne? Ich sag mal so. Also ich hab dich auch auf Max hier. Ich habe so ein bisschen tatsächlich gehört. War halt nicht viel. Ich sag mir sogar, hat einfach zu viel sein Herzmedikamente genommen. Achso, das war davor, wie so hört. Ja, dachte ich mir, zu leise. Aber ist doch egal. Wir machen jetzt so einfach mal die dritte Story. Dann haben wir über die Hälfte schon durch. Die dritte Story, in der geht es um, ich muss selber mal gucken, oh, das, wenn ihr dachtet, ach, ich bin so CT-erfahren, ich kenne die Antworten, dann werdet ihr vielleicht beim nächsten nicht so ganz genau wissen, ob es wahr ist oder falsch. Gucken wir uns doch einfach mal die dritte Story an. Thank you.
Darf man wirklich seinen Augen trauen? Betrachten Sie diese Figur. Die rechte scheint etwas größer zu sein als die linke. Vertauschen wir sie. Welche ist nun die größere? Die Wahrheit ist, dass beide genau gleich groß sind. Ganz ähnlich ist es auch mit unseren heutigen Geschichten. Was wahr zu sein scheint, ist möglicherweise nur frei erfunden oder auch umgekehrt. Misstrauen Sie dem allerersten Anschein und schauen Sie genau hin. Denn beides ist möglich. Servus, ich bin der Kylie. Ich hab morgen wieder frei bekommen, meine Chefin hat mich gerade angerufen, also Prost. Jedenfalls geht's um Shingo Abe. Der Autor Yoshitaka Takahashi beendete Captain Tsubasa mit dem U16-Finale, wo Japan gewann Yomai. Mitte der 90er hatte Takahashi ein Angebot aus irgendeinem arabischen Land bekommen, da Tsubasa dort als Captain Maid sehr beliebt war. Er sollte einen eigenen Fußball-Anime mit verwirklichen. Halte Gorschen, glaubt mir ruhig. Es lag schon die Story fest, der Hauptcharakter soll Shingos Weg gehen, ein arabischer Knabe, der in Italien sich hocharbeitet. Kurz vor der Produktion wurde daraus nichts. Als dann Takahashi von Shonen Jump oder wer es war dann angefragt wurde für Netsubasa Fortsetzung, recycelte Takahashi seine arabische Story-Idee. Aus dem Araber wurde der Japaner Shingo, die Story blieb dieselbe. Hat jemand Lust danach Discord zu kommen? Und ich bin der Predator. Furzen. Furzen. Danke, Kylie, nun übernehme ich. Waren es bösartige Hexen, die Takahashi dazu brachten, diese Idee an Araber verkaufen zu wollen? Heißt die böse Kraft Geld? Wurde Kapitalismus von Voodoo-Zauberern erfunden? Welche mystische Kraft ließ das Projekt verpuffen? Fotzen. Hurensohn. Entschuldigt mein Tourette. Jedenfalls bekamen wir dadurch eine neue Tsubasa-Serie und die Story des arabischen Heldens wurde die Shingo-Story. Oder wollen wir euch einen Bären aufbinden? Hm? Ist nun diese Geschichte so wasserfest wie eine echte Tätowierung? Oder so vergänglich wie ein Abziehbild? Ups, falsch. So, das ist ja interessant. Okay. Captain Tsubasa war ja abgeschlossen mit dem U16-Finale. Jahrelang kam nichts. Mhm. Und Captain Majid im arabischen Raum war sehr beliebt. Und scheinbar haben mystische Kräfte dafür gesorgt, dass Takashi ein Angebot aus Arabien kriegt, eine eigene Story schreibt, was aber am Ende nicht verwirklicht wurde. Und als dann die Anfrage kam, Captain Tsubasa weiterzuführen, hat er einfach die Story-Idee, die er für den arabischen Markt hatte, einfach recycelt. Mhm. Interessant. Boah, schwer. Das würde ja heißen, jemand findet, Takashi ist ein guter Autor. Ja, Dämonen vielleicht oder der Teufel selbst. Ja, das selbst. Kann sein. Ist es vielleicht Stimmt. der Teufel selbst? Ich starte mal den Poll, was ihr glaubt. Fotzen. Alter, ey. Kommt nachher, Discord hat mich so gekillt. Oh, interessant. Sieht eindeutig aus. Interessant. Aha. Ihr glaubt nicht, dass Dämonen so mächtig sind? Okay. Ich glaube, der Chat denkt wie ich, selbst Dämonen sind nicht so grausam und würden Takahashi noch mehr schreiben lassen, als er eh schon gut. Aber Araber sind doch schlimmer als Dämonen. Scherz. Aber Takahashi ist noch schlimmer als die, zumindest seine Storys. Interessant. Das ist tatsächlich... Keiner sagt wahr, ne? Wirklich keiner? Ich glaube nicht. Ich sehe nur Wort falsch. Okay.
keiner geht Risiko. Aber findest du nicht auch, dass die Shingo-Oi-Story irgendwie deplatziert wirkte im Manga? Also, vielleicht wirkt das nur einfach so, weil es mal eine Story war. Und deswegen wirkt sie so deplatziert im Manga. Interessant, interessant. Sehr interessant. So, haben wir genug Votzeit? Ich lasse noch ein bisschen Zeit, weil irgendwie haben nur 6 anstatt 8 gewotet. Noch 20 Sekunden gebe ich euch. Oh, was ist hier passiert? Domemund. Ich ist leider zu klein. So, Don Machino hat subscribed. Danke für 7 Monate. Don Machino. Vielen Dank für gruselige 7 Monate. Wir haben Halloween. Ich konnte mich gar nicht erinnern, als ich das mit Kali aufgenommen habe. Ja, siehst du? Haben da auch Dämonen? Was damit am Hut? Das kann sein. So, anscheinend wollen keine mehr voten, weil die Frage wirklich zu schwierig ist. Deswegen löse ich auf Kluspol komplett. Und die Antwort lautet falsch, zu 100%. 6 Leute sagten falsch, die Geschichte stimmt nicht. Ist bloß erfunden. Die Antwort kriegen wir am Ende erst raus. Entschuldigung. Alles gut, so. Jonathan. Geht er doch schneller vorüber, als ich dachte. Deswegen müssen wir ein bisschen in die Länge ziehen. Nö, doch nicht. Wir machen einfach weiter, ne? Ja, wir machen einfach weiter, klar. Ist ja nicht schlimm, wenn wir mal unsere Zeit einhalten, die wir uns vor 2 Jahren nur 1,5 gesetzt haben. Moment, Pretts Krankheit ist fortgeschritten, okay. Ach, der arme Pret. Ich muss heute Nacht ja wach sein. Du nicht wahrscheinlich, ne? Heute ist... Nee, das ist doch erst morgen. Jetzt ehrlich? Das ist Samstag auf Sonntag, das Turnier. Danke, dass du es mir... Ich wäre heute... Also ich wäre eben... Oder gleich wäre ich aufgestanden. Glaube ich. Also ich bin mir eigentlich sicher. Ja, vom 19. Die Japaner sind doch vor uns. Letztes Mal war das Turnier doch am Samstag. Dann müsste das bei uns eigentlich heute Nacht sein, dachte ich. Musst du nochmal gucken. Also jetzt bin ich mir selber unsicher. Ich bin mir aber eigentlich sehr sicher. Ja, so, sagen wir mal einfach Pi mal Daumen 10 Stunden vor uns. Und wenn wir letztes Mal Samstag morgens gestreamt haben, müssten wir ja jetzt quasi Samstagnacht streamen. Also heute Nacht. Vielleicht hast du recht, ich weiß nicht. Gucken wir doch einfach mal die vierte. Egal. Ja. Die vierte Story uns an. So. Wenn Sie bereit sind, Ihren Blickwinkel zu ändern, werden Sie die Wahrheit herausfinden. Nehmen Sie dieses Porträt eines Clowns. Um 90 Grad gedreht erkennen Sie einen ganzen Zirkus. Ebenso sollten Sie die heutigen Geschichten unvoreingenommen betrachten. Und ab und zu wechseln Sie ruhig die Perspektive. Wir sagen Ihnen hinterher, ob Sie wahr sind oder falsch. Also, folgen Sie dem Clown in seine verdrehte Welt. Manege frei. Ich bin Carlos Santana. Nein, nicht der Gitarrenspieler, sondern der Fußballer. Ihr kennt alle meine seltsame Cyborg-Geschichte, oder? Ich spielte im Spiel gegen Tsubasa, sein letztes für Sao Paulo, bevor er nach Spanien geht. Aber habt ihr gewusst, dass Tsubasa gar nicht den brasilianischen Ligatitel gewann? Jeder ist der Meinung, dass Tsubasa immer alles gewann, aber dieses Thema wurde unter Tisch gekehrt. Der Fokus war das letzte Spiel in Brasilien, und das gegen mich, Carlos Santana. Das gewann er zwar, aber den Ligatitel? Nö, in nur einem kleinen Nebensatz wurde erwähnt, dass weder Tsubasa noch ich, Santana, den Ligatitel gewannen. Wer gewann ist offen, schnurzpick egal, aber weder ich noch Tsubasa gewannen. Der Sieg über mich wurde vielleicht gefeiert wie ein Ligatitel, aber Tsubasa ging meisterlos nach Spanien. Iso Digga. Ich bin Santanas Mama, die ihn einst auf den Fußballfeld als Baby aussetzte, weil ich kein Geld hatte. Wollt ihr mir das echt vorwerfen? Egal. Jedenfalls ist es wahr, Tsubasa wurde kein brasilianischer Meister. Welche mystischen Kräfte sind dafür verantwortlich?
ägyptische Götter? Vielleicht Satan selbst? Oder ein toter Alchemist aus dem 9. Jahrhundert, der nun Rache schwören will? Nun, die Wahrheit ist manchmal da und manchmal nicht. Genauso verschwommen wie die Gründe, wieso ich meinen Sohn damals aussetzte. Ich bin Roberto. Ich war Tsubasas Trainer bei Sao Paulo und kann dieses Mysterium bestätigen. Ein Tag zuvor begegnete ich dem Geist eines alten Piraten, der mir einen Fluch auferlegte. Oder war ich da einfach nur wieder betrunken? Jetzt bin ich auf einmal selbst unsicher, was die Wahrheit ist und was nicht. Oh je. Glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir, dass die Funken sprühen? Das ist ja mal wieder interessant. Haben wir einfach nur angenommen, dass Tsubasa brasilianischer Meister war? War das wirklich nie Thema in World Youth? War vielleicht nur das große Thema, dass Tsubasa nach Spanien wechselt? Aber nie aufgeklärt wurde, wer überhaupt Meister wurde, weil es keinen interessiert? Das ist ja tatsächlich eine Sache, die nur ihr entscheiden könnt. Deswegen starte ich mal den Poll. Der Poll tut gestartet worden sein. Falsch, ihr glaubt. Oh, einer glaubt Tsubasa. Das würde ja bedeuten, dass Tsubasa mindestens ein Spiel in seiner Karriere, Profikarriere, nicht gewonnen hat. Oder aber eins verloren hat, sagen wir es so. Er hat ist, ja auch ist, er, ist ja klar, dass er auch, ist ja klar, dass er auch Ligaspiele verliert, die werden halt nur nicht gezeigt. Nehme ich mal stark an. Ist das so klar? Natürlich, bin mir sehr sicher. Ich glaube tatsächlich, in Spanien hat er noch kein einziges Ligaspiel verloren. Interessant. Weißt du warum? Warum? Erinnerst du dich, erstes Spiel Spanien, wo er da wirklich gespielt hat, war ja gegen Real Madrid, ne? Da, wo er da für Rival reinkommt und so. Dann endet ja 2-2. Und dann ging es die ganze Zeit darum, dass die hinter Real Madrid sind und dass dieses zweite Spiel, das Rückspiel, ja so entscheidend ist um die Meisterschaft. So, ich glaube nämlich, zwischen den beiden Spieltagen, also zwischen den beiden Spielen, zwischen denen, kann Real Madrid ja eigentlich keine Punkte verloren haben, sonst hätte Barca die eingeholt und andersrum auch. Der Abstand war ja anscheinend die ganze Zeit gleich. Also ich denke mal, die haben beide die ganze Zeit einfach alles gewonnen. Kann natürlich sein. Die Antwort kennen wir nicht und werden wir wohl nie erfahren. Und gegen wen soll er denn auch verlieren? Numancia. Ja, da war ja Michael noch nicht da. Das stimmt. Dann Granada. Natürlich. Numancia oder Michael ist ja der einzige Grund, warum überhaupt Barcelona doch aufholt. Durch Auswärtstorregel mit 2 Remis im Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Ja, so ist Bochum 2004 ausgeschieden gegen Lüttich. Ach, stimmt. Oh ja, der Edu-Move. Deswegen ist man seit 1998 international ungeschlagen gegen Ajax Amsterdam. Ah, du weißt ja auch, bei Tsubasa, selbst wenn er unentschieden spielt, gewinnt er. Wie im Meisterschaftsfinale. Das tut stimmen. Das hätte nie passieren dürfen. Einfach Hyuga den Titel geben und fertig. Ja, einfach Elfmeter schießen. Wakashimazu hält irgendeinen Ball von einem Random-Spieler, dann ist noch nicht mal Tsubasas Schuld. So, dann löse ich doch einfach mal die Umfrage auf. Was sagt ihr? Ich close Poll, ich complete und die Antwort ist eindeutig. 60% denken, das stimmt nicht. Tsubasa war brasilianischer Meister. Da haben keine Dämonen nachgeholfen, dass er kein Meister wurde. Okay. Das ist sowas von interessant. Finde ich auch. Ich glaube, nächstes Jahr mache ich mal 10 Geschichten, damit es etwas dauert. Das ist, klingt auf jeden Fall aber nach sehr viel Aufwand dann. Okay. Weil Jonathan muss ja dann auch für die Überstunden bezahlt werden. Nee, der macht das freiwillig. Das hat Ach, der macht es freiwillig. Okay, wenn es in seinen Terminkalender passt, dann super. Genau. Und oder was sagen Sie, Jonathan, überhaupt dazu? Since Beyond Belief wrapped in the mid-90s, I believe, I've been primarily working as a director on American television. Also, der hat in den 90ern genug verdient, weil er für mehrere Projekte am Start war. Alles gut. Okay, verstehe, ja. Johnny.
Interessant, Jonathan. Sehr interessant. Stellt euch vor, Caleb lässt Tsubasa im kommenden Spiel gegen Madrid verlieren, weil die neuen Spieler noch zu schwach sind. Das passiert nicht. Da haben wir gelernt, dass sowas nicht passiert. So, danke, Scheck, für 100 Bits. Scheck ist einfach ein Ehrenmann. Kommen wir doch einfach mal zur letzten Story. Und die hat es. Hinter. Die hat es vielleicht in sich. Oh nein, geklickt. So. Eventuell. Ich spiele es einfach ab, bevor ich was spekuliere. Mhm. So. Die fünfte und letzte Geschichte. Es geht los. Wahrheit hat viele Gesichter. Auf dieser Zeichnung sind eigentlich zwei Würfel. Aber wir sehen nur einen. Obwohl beide existieren, können wir sie nicht gleichzeitig erkennen. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Kräften, die die Welt beherrschen. Gut und Böse. Unsere Geschichten sind voll teuflischer Wendungen. Entscheiden Sie, welche wahr und welche erfunden sind. Wir verraten Ihnen hinterher die Lösung, doch bleiben Sie wachsam. Denn auch die Wahrheit besitzt doppelte Böden, wie dieser Würfel. Ich wünsche euch Spinnern einen gruseligen Tag. Ich bin Tsubasas Mama. Ihr kennt die Italiener, oder? Gruselige Pasta und Pizza fressende Nervensägen. Aber nicht nur das. Die sind auch sehr Tsubasa verrückt. Es gab viele lustige Serien, die Italiener mit echten Schauspielern neu drehten. Darunter der Anime Rockroll Kids. Teilweise mit mäßigem Erfolg, wie auch diese gruselige Tsubasa-Serie, die nur 3 oder 4 Folgen durchhielt. Mit echten Schauspielern kreierte man Holy Ebony-Serie, die so dermaßen trashig war, dass es bis heute Kult ist. Mehr Folgen wären sicherlich lustig gewesen, oder? Tach, und ich bin Tsubasas Vater. Meine Frau ist gerade so aufgewühlt, deswegen rede ich jetzt. Welche satanischen Mächte waren hier am Werk, die zuließen, dass die Italiener sowas produzieren konnten? Waren die Illuminaten hier am Werk? Wurden Friedhöfe für Rituale dafür ausgebuddelt? Auf jeden Fall muss etwas Schreckliches passiert worden sein. Vielleicht sogar ein Vollmond. Ich als Kreuzfahrtschifffahrer erlebte schon sehr viel. Hohe Wellen, Eisberge, Staus. Aber was mir hier berichtet wurde, machte mich fassungslos. Mehrere Priester wurden konsultiert und erst durch verschiedene Exorzismen wurde die Serie endlich abgesetzt. Ich hoffe, dass sowas nie wieder geschehen muss. Dies ist ein Appell an alle, die mehr von der Serie sehen wollen. Hört auf zu suchen. Jeder, der mindestens 5 Minuten Videomaterial gesehen hat, starb. Tut es nicht. Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Okay, okay, das war jetzt gruselig. Gibt es tatsächlich so eine mysteriöse Serie aus Italien, die nur ein paar Folgen hielt? Meinst du, Jonathan, mit mysteriöse Serie eine richtige im Fernsehen laufende Serie oder eine YouTube-Serie? Eine richtige von Italien, ein Fernsehsender hat das produziert und gezeigt. Okay, okay. Die Staus haben mich gekillt. War ein guter Witz, ne? Ja, das wäre so. Gut. Dann mache ich doch einfach mal, starte ich mal den Poll. Gibt es diese italienische Serie? Yogi Berra. Was zitiert Jonathan Yogi Berra? Ich kenne ihn gar nicht. Ich möchte mehr davon, sagt Check. Ja.
Nächstes Jahr gibt es 10 Folgen. Ich sehe ein paar falsch, ich sehe ein paar wahr. Ihr glaubt, die Italiener sind so verrückt. Wer spielt bei Bayern? Nix. Yogi Berra? Pavard. Ach, Pavard. Interessant. Übrigens, du hattest recht. Ist nicht in 4 Stunden, sondern in 27 Stunden. Ja, dachte ich mir. Gut. Yogi Berra Löw. Haben genug gewotet. Nur 5. Es werden immer weniger. Leute. Dir ist klar, dass die Angst haben und wahrscheinlich abgeschaltet haben vor Grusel. Wie soll jetzt ein Kalzer-Movie entstehen? Ach so, du meinst die Serie, die italienische Serie, war der Vorläufer vom Kalzer-Movie. Ah, okay. Verstehen. Also quasi das arabische Sequel, wie eben bei Aoi, nur auf Italienisch. Macht Sinn. Für die Auflösung suche ich mal was auf YouTube dann gleich. Hm. Komisch, ich finde das nicht mehr, oder? Doch, gibt es, geil. Ja, geil, ich hab's gefunden. Dann haben wir für die Auflösung ein paar lustige Sachen gleich. Das ist gut. Nur Fotzen will nicht, okay. Also, ja, tatsächlich, es bleibt bei 5. Komisch. Dann löse ich jetzt einfach mal auf. Ach, wir haben 2 Minuten gleich durch. So, und zwar jetzt. Close Poll, complete. Und die meisten denken, es ist wahr, es gibt diese italienische Real-Life-Serie. Aua. Hat jemand noch eine Frage an Johnny? Bevor wir die Auflösung machen. Gibt es auch ein Video für die Auflösung? Denk dran, wenn auf Englisch. Auf Englisch? Warum? Ich dachte, Jonathan spricht nur Englisch. Aber im Video hat er auch, wurde er gedubbt. Ach so. Meint jetzt für die Frage. Wie kann er freiwillig für CBS arbeiten? Ja, wenn die Star Trek-Rechte haben, hat er doch keine Wahl, oder? Herr Frakes, wo ist Nettie? Weiß Jonathan Frakes das? Herr Frakes, wissen Sie die Antwort? Tun Sie die Antwort kennen, Herr Frakes? Herr Frakes, ich frage Sie nur einmal. I was surprised when I went to Germany for FedCon, which is generally a sci-fi genre convention, that at least half of the fans who bothered to come visit me were huge fans of X-Factor. Interessant. Ja, hätte ich gewusst, dass ihr Fragen an Jonathan habt, hätte ich mehr vorbereitet. Ja, euer Nettie war auf der FedCon in Germany, hat die auf X-Factor angesprochen. Das ist interessant. Ich glaube, Frank rastet gleich aus. Warum? Sei froh, dass Jonathan überhaupt hier ist. Oder auf eine deutsche Frage gerade geantwortet hat. Das ist das Problem. Wie gesagt, ihr hättet die Fragen auf Englisch stellen sollen jetzt. Ja, deswegen. Wäre vielleicht genauer gewesen. So, kommen wir doch einfach mal zum Auflösungsvideo, oder? Ja, bitte. Die Auflösung. Ich wollte nichts sagen, Jin. Auf der FedCon. Scheiße, das ist gemein. So. Die Auflösung ist wie folgt. Welche unserer 5 heutigen Geschichten über das Böse basieren auf Tatsachen? Und welche sind erfunden? Was ist mit den roten Augen, die die Familie in Angst und Schrecken versetzten? Ich frage sie wahr oder falsch. Seit über 40 Jahren fahre ich unter einer Mission. So viele Captain Tsubasa-Charaktere zu verletzen, wie es nur geht. Am Anfang war es noch ein Unfall. Als ich den kleinen Rakazu Bassarufe Straße sah. Diese äußerst gruselige Geschichte basiert wirklich auf Tatsachen. Ich frag sie wahr oder falsch. Aber warum ich mich melde, hat einen anderen Grund. Mystische Kräfte haben Yun Misugi wieder zum Leben erweckt. Wie fragt ihr? Na wartet doch. Ich will's doch grad erzählen. Meine Fresse. Diese Geschichte ist einer wahren Begebenheit nachempfunden. Der Autor hat mit den Augenzeugen gesprochen. Ich frage sie wahr oder falsch. Kurz vor der Produktion wurde daraus nichts.
als dann Takahashi von Shonen Jump oder wer es war dann angefragt wurde für eine Tsubasa-Fortsetzung, recycelte Takahashi seine arabische Story-Idee. Halten Sie diese Geschichte für wahr? Oh nein, die pure Erfindung. Ich frag Sie wahr oder falsch? Aber habt ihr gewusst, dass Tsubasa gar nicht den brasilianischen Ligatitel gewann? Jeder ist der Meinung, dass Tsubasa immer alles gewann, aber dieses Thema wurde unter Tisch gekehrt. Der Fokus war das letzte Spiel in Brasilien und das gegen mich, Carlos Santana. Auch wenn es oft als wahre Geschichte die Runde macht, wir haben es einfach nur erfunden. Ich frag Sie wahr oder falsch? Ich als Kreuzfahrtschifffahrer erlebte schon sehr viel. Hohe Wellen, Eisberge, Staus. Aber was mir hier berichtet wurde, machte mich fassungslos. Mehrere Priester wurden konsultiert und erst durch verschiedene Exorzismen wurde die Serie endlich abgesetzt. Halten Sie das etwa für Realität? Ach ja, wirklich, reingefallen. Eine pure Erfindung. Unser Thema heute war das Böse. Jede der Geschichten stellte sie vor die Aufgabe, Dichtung und Wahrheit voneinander abzugrenzen. Falls Ihnen das aber nicht gelungen ist, vergeben Sie uns. Wir dachten uns nichts Böses. Für X-Faktor, Ihr Jonathan Frakes. In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare. Wow, wow, wow. Im Prinzip hatte der Chat immer recht, außer beim letzten. Da dachte der Chat wirklich, diese italienische Serie gibt es. Aber hatte der Chat nicht auch einmal unentschieden? Bei der zweiten? Ja, stimmt, richtig. Einmal unentschieden sogar, ja, genau. Mm. Und hier gibt es, ich habe mich inspirieren lassen von der Tsubasa-Serie von Italien. Die haben Rock'n'Roll-Kids mit echten Schauspielern gemacht, ja. Und okay, das ist. Habe ich mit Marco mal früher, das ist schon 15 Jahre her, habe ich mir ein paar Folgen angestellt, so trashig. Ach, Rock'n'Roll-Kids kennst du noch mit Baby I Love You, hat Kalle gecovert. Das Intro ist mit eins der besten Intros. Und, gucken wir mal gleich in Kiss Me Lisha rein. So hieß die italienische Serie zu Rock'n'Roll Kids. Kiss Me Lisha. Haben Marco und ich uns kaputt gelacht, ein paar Folgen uns angeschaut. Kiss Me Lisha. Baby, Happy Birthday. Oh, Nussbeißer für 79 Cent bei Aldi, unser heutiger Sponsor. Nussbeißer oder Aldi? Nussbeißer. Okay. Du bist ja von Aldi nur. Gucken wir nur das Intro uns erstmal an. Ja, das ist die verrückte italienische Serie. Oh, gibt's die Katze? Katze Giuliano. Warte, gibt's die auch? Tutti grandi dicono che lavorano, ma poi fanno solo finta. Ecco la parola d'ordine. So, gleich nochmal beim Intro am Anfang auf die Szene machen, wo sie den Tisch putzt. Wo den Tisch putzt? War das direkt am Anfang? Erst ein paar Sekunden irgendwann. Okay. Mal gucken, wenn es ist. Was dachtest du, was du siehst? Warte. So, hast du eine Pause? So, in jeder fucking Serie, wenn die in der Küche sind, ne? Ja. Steht ja immer so ein
Teller, irgendwie so ein Besteck mit so ein bisschen Obst, ne? Mhm. Ach so, das ich schau dir die gut. Scheiße mal im Hintergrund aber an und da steht eine fucking Ananas yes. mit da drauf. Okay, das ist ja aber auch ein Restaurant, ein Ukeminyaki-Restaurant, falls du Rücken-Rot okay, lass kennst. Mich durchklicken, aber wer hat da oben eine Ananas stehen? Ukeminyaki-Restaurants, gucken wir mal kurz in den Anime hier rein. Oh geil, da heißt der Hauptdarsteller wie ich, haben die übersetzt, geil. Oh, sehr gut. Il Primo Incontro con Mirko, okay. Oh. In questo modo. Non prendermi in giro. Ja, jedenfalls war das inspiriert von, normal sagt man ja immer vor Jahren und meint vor 3 Wochen, aber im Bospo, ja, war wirklich vor 15 Jahren, das war vor 2010 auf jeden Fall. Das war meine Rock'n'Roll Kids Rewatch-Phase. Und was war eigentlich die vierte Story? Tsubasa, kein brasilianischer Meister. Hm. Da habe ich echt geschwankt, ob das nicht wirklich irgendwie so vielleicht im Nebensatz tatsächlich erwähnt worden wäre, dass es einfach nur so ein Spiel ist. Ja, das, genau, und... Das war eigentlich die einzige von den Stories, wo ich mir unsicher war. Captain Super... Hier sieht man es... Nee, Moment, das ist PS1-Gameplay. Das ist nicht der Anime. Das hätte ja irgendwie sein können, dass im, Anime-Version, also im Manga nicht, aber vielleicht im Anime wird das so im Fernsehen so im Nebensatz erwähnt, dass irgend so eine andere Mannschaft vielleicht Meister ist. Oder genau, so. Richtig. Das hätte mich tatsächlich vorstellen können. Komisch, jetzt finde ich gar nicht mehr das Brasilien-Spiel. Na egal. Oh, ach, das ist doch, ja. Nein, das ist ein AMV. Hm. Ja, World Youth, ey, das müsste man auch rewatchen. Mit Subs am besten. Ich fand den Zeichenstil immer gut. So. Ja. So, was war denn die Story davor? Ah, okay, da dachte ich, ihr fallt drauf rein. Aoi als arabischer Anime, dass die Araber Takashi gefragt haben, ob er nicht eine Story entwickeln kann für ein Fußball-Anime, für den arabischen Markt. Weil Captain Majid war ja sehr berühmt. Aber ist keiner. Ich glaube aber heutzutage hätte, also wäre das nicht vor 20 Jahren gewesen mit World Youth und so, sondern heutzutage wäre das vielleicht sogar realistischer. Weil die kaufen sich ja alles, um sich irgendwie ein Image reinzuwaschen. Ne? Ja. Und gerade zur WM in Katar oder so, da die eine arabische Tsubasa-Auflage sich machen lassen. Mhm. Hätte ich mir vorstellen können heutzutage. Aber damals... Und jetzt die Bilder will ich zeigen von Yumizugi, der von den Engeln zurückgeholt wurde. Ja, im Prinzip war das so, parallel hat Tsubasa eine Herzmassage gegeben, aber trotzdem ja. sah man Engel, die ja, Mizugis so bescheuert, Seele da runtergezogen haben. Mizugi Rising Sun, Michael, hoffentlich. Da haben wir ja schon mehrmals drüber geredet, das war mit einer der bescheuertsten Szenen, ne? Was überhaupt in... Ja, stimmt. X Jahren zu Basel. Muss ich tatsächlich googeln? Captain Tsubasa Rising Sun Michael Mizugi. Das sind die Bilder. Da sieht man die Herzmassage, die Tsubasa hier rechts gibt. Und das hier. Facebook-Verlinkung, das ist immer kacke. So, hier sieht man tatsächlich, hier die Engel schon am kommen, weil Michael so laut schreit. Und das ist die Szene, wo, ja okay, Mizugis Geist geht dem Himmel empor, aber, ja, da die Szene meine ich. Ah, fuck. Ah, da, genauer. So, Grafik. Adresse kopieren. Super ja, Schüsse Mizugi. Hin oder her. Und hier das die ist mit kleinen Abstand Engel. Das Dümmste, was hier passiert ist. Diese kleinen Engel da. Und guck mal, sogar mit Popo-Falten. Und Michael weint. Ja, die Geschichte ist also wahr. Wir wissen nicht, ob Tsubasa das war mit seiner Herzmassage oder Michael. Man sieht ja Engel. So, was war die Story davor, du Ohr? Das war der LKW-Fahrer.
Ja, da haben wir genug drüber geredet, natürlich. Ist ja, ist für uns ein Held. Und lustig ist dieses Video mit die Compilation aus verschiedenen Animes, dass es immer wieder auftaucht mit dem LKW-Fahrer. Hast du die selbst zusammengestellt oder nee, ich hab das Video, wirklich auf? Ja, ich habe das Video geklaut. Ach so. Also das Anime-Video. Mhm. Weil da, ich würde es dir zutrauen, dass du irgendwie Dutzende Animes recherchierst erstmal, wo ein LKW vorkommt und dann auch noch Clips zusammensuchst. Das hätte ich dir tatsächlich zugetraut. Oh, das war's tatsächlich. Hat der Chat noch was zu sagen? Ansonsten schauen wir uns nochmal im besten Moment auf The FedCon. Nee, das hatte ich doch schon gelesen. Moment kurz. Wir können uns mal die gruseligen Werbung zu Ende schauen. Hm. Die Playlist. Und dann hören wir auf. So. Die Knorr-Suppen-Werbung, was sagt ihr dazu, als ich Bier geholt habe? Die konnten ja die meisten nicht hören. Stimmt, dann muss ich den Sound gleich lauter machen. Mhm. Wo ist der Sound dafür? Ich spiele das mal weiter ab und dann Test. Wer ist sie? Wie kannst du nur mit einer anderen Frau ins Kino gehen? Das ist mein neues Mädchen. Ich habe gedacht, die mit einer Stärke von 2 Millionen verschafft. Ich habe ja noch Werbung im Stream. I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called the forest, but every year we start forest fires. Lauter als vorher. A careless match, a single fire. Gucken wir ein bisschen Werbung an. So the next time you're in the Bier forest, be extra careful, okay? If you knew it was me, would you have listened? So, wenn ich besoffen auf den Spielplatz gehe, sehen mich die Kinder als Zombiehasen. Zu den dreien will ich nicht mehr sagen. Ich weiß jetzt nicht, was daran gruselig war. Ich überspringe einfach auf die 50er Jahre Werbung. Die sind immer gruselig. Ach nein, diese Fuck, jetzt bist du da. When Pressman Toymakers looking for something new, the secret they brought back for you is incredible. The Pressman Witch Doctor Head Shrinkers Kit. Plastic flesh, mixing cauldron and petrifying potion. Just pour it into the mold and in minutes you can add monster hair. Paint it with a coloring kit included or make up your own decorations. In 24 hours the heads shrink down. Now shrunken heads for all occasions. Collect them, swap them, give them to your witch doctor friends. You can always cook up more with Pressman's Witch Doctor Head Shrinkers Kit. Jetzt muss ich den Chat noch lesen. Ton ist gut, ne? Ja, das, der Hase war schon geil. Der Hase ist der Toner, wenn sie morgens nicht ihren Kaffee bekommt. Tja, Bob, und du hast mich angezweifelt gestern. Wer ist jetzt hier nicht dein Freund? Habe ich angezweifelt? Weiß ich gar nicht. So. Was ist die nächste 50er-Jahre-Werbung? Sugar Wise. Mit Clowns ist immer gruselig. Findest du? Für die 50er-Jahre-Kinder.
breakfast. Ich habe ja voll viele Angst vor Clowns generell. Ne? I'm hungry. Take it from Carinkles. That's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Carinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Carinkles is carinkled with honey and sugar. It's so good, I carinkle every time I eat it. Hat der keine Milch drin? No matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Carinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Carinkles, the greatest cereal treat on earth. Gut, war ja wirklich nicht gruselig. Na doch. Wie kann man Cornflakes ohne Milch essen? Ach, stimmt. Vollidiot. Remco Baby Laugh-A-Lot. Das kenne ich. Das ist das Video, was ich unbedingt zeigen will. So. Oder? Wer weiß. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. Jo, das war doch ein bisschen gruselig, ne? Ja, das war gruseliger als Annabelle. Where first Ronald McDonald Commercial, bin ich mal gespannt. Introducing the world's newest, silliest, and hamburger-eatingest clown, Ronald McDonald. Now, where is that clown? Oh, Ronald, Ronald, Ronald. Hey, Ronald. Here I am, kid. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Ronald, you can't be on TV and watch it at the same time. Now, come on and meet the boys and girls. Oh, we've already met. I know we're going to be friends, too, because I like to do everything boys and girls like to do. Especially when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. McDonald's hamburgers... Hat der einen Becher als Nase? Oh, Gott. Watch for me on TV. We'll have lots of fun. He's Ronald McDonald, the hamburger happy clown. A McDonald's drive-in restaurant is his favorite place in town. Okay, gruselig war's nicht, nur scheiße. Ja. So, Japanese Boy, nee. Baby Secret Commercial. Hat denn der Japanese Baby Ogre Kleenex Werbung? Klingt schon falsch. Her lips really move. I want to tell you something. It's almost unbelievable. Get Mattel's new baby secret so you can have fun keeping secrets together. I know a secret to you. That is... Jo, das klingt doch echt gut. So, was war das? Gucken wir mal das Japanische, was du unbedingt sehen wolltest. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. Kleenex-Tissue des. Irgendwie kam mir das Baby bekannt vor, dieses Ogre-Baby. Kann ich bestimmt aus einem Anime oder so. Wer bei Kleenex kam auf die Idee, wir haben so Tücher, lass mal so ein Kind rot anmalen mit einem grünen Toupet und einem Horn drauf und eine Frau so ein Kleenex in die Luft zu werfen und denkt, das ist eine gute Werbung. Das sind nur Japaner. Okay. Dann kommt Ingrid in die Werbung. Ja, wir überspringen ja die meisten. Aber das will ich auf jeden Fall sehen. Unicef des Smurfs. Achso. Unicef. Oh Gott. Ja, Mist, das wird echt gewerben. Aber die überspringen. Oh, da unten für Shaq, shoot a dog. Hey, komm, das Smurfeland, welkom allemaal. Ja, komm, das Smurfeland,
den Lungs vom Fortenbrau. Ja, wenn die UNICEF das wirklich so gemacht hat, dann Respekt. Betty Korkas, was hatten wir? War jetzt das Gruselige das Niederländisch? Bestimmt, das Belgisch eigentlich. Achso. Furby Commercial, die fand ich aber nie gruselig, die Furby. Welche? Furby. Kennst du noch die Furbys? Ja, meine Schwester hatte einen, fand ich jetzt auch nicht gruselig, waren halt Furbys, ne? Scooby-Doo Project, egal. Waren halt, ich fand auch die Gremlins auch nie gruselig, sondern niedlich. Gruselig. Ich wollte immer einen Gremlin haben und nicht die anderen da. Wie heißen die nochmal? Nicht die Gremlins? Wie heißen die eigentlich? Gremlins. Ja, das sind ja die Bösen, ich meinte die Guten. Ach, die haben andere Namen? Ich denke schon, die wurden auch Gremlins genannt. Nee, oder? Die Bösen wurden anders genannt, glaube ich. Nee, Gremlins waren die Bösen. Dann verwandeln die sich in Gremlins. Warte. Mogwais hießen die. Okay, das wusste ich. Die Guten. Ich wollte nie einen Mogwai, ich wollte einen Gremlin haben. Die waren viel cooler. Interessant, so. Hier ist eine alte 1950-Werbung. It's chilly outdoors, but inside. Ah. For generations, frosty mornings have seemed warmer with stacks of Aunt Jemima buckwheats. Right, Aunt Jemima buckwheats, deep golden brown with a tantalizing buckwheat tang. It's the same today. Men still need a hearty, nourishing breakfast. And men love Aunt Jemima buckwheats. No buckwheats can equal that famous Aunt Jemima flavor. Ich glaube, die Playlist ist Mist. Nester Quick ist scheiße. First Barbie Commercial bestimmt. Dann beenden wir gleich mal den Stream. Ich will auf jeden Fall Frauengold. Das ist bestimmt von Gehör gehört in den 70ern. Das zeige ich in meinem Unterricht. Frauengold-Werbung, das ist ja. Ja, weil Werbung machen wir ja dann auch im Verlauf der Zeit, mache ich ein bisschen als Reihe. Und dann kannst du sehen, wie sich das, vor allem das Bild der Frau in der Werbung geändert hat. Und Frauengold ist mit das Erste, was ich zeige. Ja, das ist so skurril. Das war. Das ist tatsächlich so geil. Bis in die 70er hinein ging das. Da kann ich dir gleich noch ein paar empfehlen, wenn du solche Werbung sehen willst. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau. Was? Keine Kapern? Ja, tut mir leid, gnädige Frau. Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern. Oh. Hallo? Frauengold nehmen. So, dem habe ich es aber gegeben. Wem? Na, dem Chef? Ach Gott. So eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich. Aber Lisa. Nein. Ich lasse mir ja nicht alles gefallen. Hallo? Frauengold nehmen. Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen. Objektiver urteilen. Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, ja, wobei, nimmt Frauengold. Nicht jetzt. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten... Ja, Frauengold... Wow, was ist das für ein... Das muss ich mir auch anschauen. Aber erstmal Frauengold-Zusammenfassung. Wahrscheinlich nur Alkohol oder so, keine Ahnung, was da drin war, um Frauen zu beruhigen, die hysterisch sind. Und sich erlauben, was gegen Männer... Warte mal, hast du auf meinen Link geklickt? Nö, habe ich nicht. Weil das ist das, was ich dir gerade geschickt habe. Wo hast du mir den Link geschickt? Bei Discord. Ah, sehe ich gerade, warte. Das ist genau das, was ich dir gerade, was du gerade bei YouTube angemacht hast. Das wurde mir empfohlen bei YouTube. Ja. Und es gibt noch, das musst du dir, oder keine Ahnung, ob es dich interessiert, Zucker zaubert. Oh, geil. Frauen müssen in den 50ern mehr Zucker essen, dann wird man dünn und schlank und solche Sachen. Ja, Coca-Cola-Werbung gab es eine, wo empfohlen wurde. Dass Frauen dann dünner werden. Wir müssen gleich in allgemein gehen, weil Geli-Dust erwartet. Ah, okay. Mein alter Kumpel MVP. Aber gucken erstmal diese komische Werbung an. Oh Gott. Ist das eine Werbung? Das ist ein Film, ne? Nee, ist eine Werbung. Schwarzes Frikot. Dauert nur lange. Viva Porto Rico saß quietschvergnügt bei seinem Stamm und schaute auf das Meer. Da trieb eine große Kiste direkt an seine Küste. Der Häuptling sprach, da siehste, bringt mir die Kiste her. Bringt mir die Kiste her. Beim Öffnen sahen die Buben,
nur Flaschen und nur Tuben. Dass dies ein Herdputzmittel war, kam keinem in den Sinn. Auf jedem Ding stand Nico, der Häuptling Schwarzes Frico von Pipa Porto Rico, warf jedem eine hin. Olé, olá! Warf jedem eine hin. Und Bimbo ohne Kittel rieb es als Haarwuchsmittel auf seine weiche Birne. Hei, das war zu viel, oh Graus. Er schnitt die schönste Fratze. Zwar glänzte seine Glatze, doch fielen Ritzeratze die letzten Haare aus. Oh wei, oh wei. Die letzten Haare aus. Bambulo wollt's probieren als Seife zum Rasieren. Doch weil das Zeug so brannte, oh, sprang er ins Meer hinein. Frau Häuptling voll Entzücken rieb ein damit den Rücken. Sie kratzte sich vor Jücken und manche Laus ging ein. Klick-klack, klick-klack. Und manche Laus ging ein. Der Jumbo dacht, ich nehme es mal als Zahnputzcreme. Doch soff er schleunigst hinterher nen Eimer Wasser leer. Der Häuptling, der es getrunken, sieht Sterne nur und Funken und hat dabei erfunden den allerneuesten Tanz. Zack, 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 zack. Den allerneuesten Tanz. Drum die Moral ist wichtig, gebrauch ein Mittel richtig. Nimm Nico nicht als Busencreme, es wirkt zu radikal. Drum merkt ihr Schwarzes Frico von Pipa Porto Rico. Das Herdputzmittel Nico ist wirklich ideal. Ja Nico, ist wirklich ideal. Shut up and take my money. Nein. Du denkst, es geht nicht rassistischer und dann hat natürlich die Häuptlingsfrau überall am Arsch Läuse und solche Sachen. Tja, Pop, das hab ich. Persil und so hatten auch solche Werbung, also. Ich mache immer dann eine Reihe zu, oder eine Unterrichtseinheit zu Frauen in der Werbung und zeige dann so Männerwerbung. Kennst du die von Gillette? Ich glaub, aus den 90ern, die Männerwerbung? Spontan nicht, ne. Da wird dann gesungen, du bist der Champion, du bist der Größte und alles und dann zeigst du halt gleich Frauenwerbung wie Frauengold und so. Ja. Und es ändert sich ja nicht. Kennst du auch die Mühlenwalder Werbung, ne? Mühlenwalder? Mit dem Mann da, mit den langen Haaren und sowas. Der und alle Frauen, oh, sieht der gut aus und so. Gut, das ist ja normal. Ja, das stimmt. Der James Bond heute noch. Ja, das mache ich mit allen, aber die Werbung hier eben, Nico und Persil und so, kannst du nur mit Gummis machen und Älteren. Sonst driftet das in eine falsche Richtung ab. Wenn es nur die 50er wäre mit Frauengold, dann kann ich es ja noch verstehen. Zahlen. Nee, das geht durch. Ja, ich weiß. Also ich fange echt immer mit 50er Frauengold an und dann frage die so, ja, wie ist denn das so heutzutage? Und dann zeige ich 70er und dann heutzutage. Werbung ist immer noch gleich. Jede Werbung, was mit Spülmittel oder so zu tun hat, sind nur Frauen drin. Mhm. Oder Kloputzen. In der Werbung hat sich tatsächlich das Frauenbild so gut wie gar nicht geändert. Das ist halt sehr, sehr lustig. Mit dem Schecks-Spüli-Song habe ich einen Mann in einer Spüli-Song-Sache den Hauptpart gegeben. Was meinst du? Jetzt spontan mal an dich. Was ist quasi die gesellschaftlich momentan fortschrittlichste Werbung, wo Frauen mehr oder weniger gleich mit Männern gestellt werden? Wo die gleich mit Männern gestellt werden. So circa zumindest, die zumindest am meisten Gleichberechtigung hat. Aber nicht mit hat. Kindern, ne? Kinder werden ja verallgemeinert. Nee, vergiss mal Kinder. Nichts mit Kindern zu tun tatsächlich. Um Männer und Frauen. Mehr oder weniger gleichberechtigt, wo Frauen mal Produkt, nicht in dieses klassische Hausfrauenbild gesteckt werden und Männer in das. Ein Produkt. Ich sag mal von der Kette. Es ist nicht ein Produkt, sondern es ist eine Kette. Rewe? Nee. Wer einkauft, ist ja immer Frau. In der Werbung oder häufig. Ja, okay. Eine Kette. Nee, wo die Frau mal nicht so als putzende Hausfrau gezeigt wird. Wo die nicht als putzende Hausfrau. Fitness. Ja, auch. Aber somit die erste war tatsächlich oder ist immer noch Obi. Wo hier renovieren und so, Handwerk. Da sieht man ab und zu sogar jetzt Frauen, die da auch was aufbauen und so. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Aber sonst tatsächlich alles, was im Haushalt zu tun hat, man sieht immer die Frau, die das macht und alles, was so mit Erfolg und Champion zu tun hat, Bierwerbung und so, in der Regel nur Männer. Das wäre ja lustig, eine Bierwerbung mit Frauen, das wäre doch mal was. Ja, als ob Frauen kein Bier trinken, das ist echt so, die Werbung ist immer noch das unfassbar klassische Rollenbild von früher. Das ist echt krass, weil wir sind ja schon seit 10, 20 Jahren gesellschaftlich mehr oder weniger so, dass Frauen nicht mehr diese Hausfrau oder so sind. Sehr das spiegelt sich halt komplett nicht in der Werbung wieder.
Sehr gruselig. Und zwar so gruselig, dass wir die X-Factor-Sendung beenden mit Rassismus und Frauenhass. Na, So kennen wir uns. Ach wir so. haben das ja objektiv betrachtet. Ja. Das So, stimmt. ach so, ich raide mal jemanden. Wer ist on? Mein Ach Chrono, soll ich so. mal Chrono? Chrono hat doch heute Hass gestreut, habe ich Ja, gehört. eben, deswegen überlege ich gerade. Wer ist denn Lazarus da? können wir raiden. Sollen wir Ja, oh, Lazarus? wir raiden Lazarus. Dann raiden wir mal Sir Lazarus und dann treffen wir uns alle bei MVP im allgemeinen Shit. Jo. Auf keinen Fall. Ja, Chrono war frech. Chrono war echt frech. Das wird er noch bereuen. Das wird er bereuen. Wait, Sir Lazarus. Bin ich mal gespannt, ob er sich noch an mich erinnert. So, bis dann. Bestimmt. Gleich. Tschüss. Bye, bye. Und grüßt alle Sir Lazarus von mir. Ich bin ja dabei. The buttons, you press the screen and it doesn't work, you know. It just doesn't work.